Ich habe wirklich lange mit mir gerungen, ob ich dort bestelle, ob ich darüber ein Video mache, aber ich habe es keine Sekunde lang bereut. Ich habe wirklich die schönste Drogerie-Brand überhaupt gefunden. Ich glaube, Drogerie ist das falsche Wort für uns, aber ich muss euch die Produkte einfach zeigen. So was Schönes habe ich noch nicht gesehen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, ich bin gerade so ein bisschen in so einem Umbruch. Nicht nur ästhetisch, sondern auch persönlich. Und ich habe festgestellt, dass ich einfach weniger haben möchte. Oder sagen wir, weniger viele Sachen haben möchte, sondern wenige sehr, sehr gute haben möchte. Das geht mit Kleidung, das geht mit Taschen, das geht mit Dinge, die man vielleicht nicht so oft kauft, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ein Spruch hat sich in meinen Kopf gebrannt vor vielen, vielen Jahren schon. Das ist, wer billig in Anführungszeichen kauft, kauft zweimal. Und das hat sich in vielen Dingen meines Lebens bestätigt. Und es ist so ein bisschen was Schwieriges, denn mein Content und meine Arbeit basiert auf vielen Neuheiten und diese vorzustellen. Das Ganze soll damit nicht interferieren, aber für mich persönlich, für meinen persönlichen Gebrauch oder für diese Produkte, die ich regelmäßig nachkaufe, möchte ich einfach bessere Sachen haben, gute Sachen haben und besondere Sachen haben. Und ich glaube, ich habe etwas gefunden, was es hat mich wirklich sprachlos gemacht. Das klingt so verrückt, weil am Ende des Tages geht es hier auch nur um Kosmetik, aber ich habe noch nie so schöne Kosmetik gesehen. Und ich habe schon sehr, sehr viel gesehen. Und ich dachte mir, ich teile das einfach mit euch. Ich habe in den letzten Monaten wirklich schon fast täglich Videos über diese französische Drogerie gesehen. Officine Universelle Bully 1803. Das ist keine Drogerie, wie wir sie kennen, wie Rossmann, sondern ein, vielleicht auch Pharmacy, ein Kosmetikgeschäft, so ein bisschen ein Tante-Emma-Laden als Kosmetikgeschäft. Und das Ganze ist viral gegangen durch dieses Produkt. Und ich habe wirklich lange überlegt. Ich war ja auch in Frankreich, habe es dann aber nicht geschafft, dorthin zu gehen und habe mich so ein bisschen geärgert. Und neulich fiel es mir wieder ein. Ich dachte mir, komm, jetzt bestell doch einfach mal, wenn Sie die Möglichkeit haben. Und ja, Sie haben sie auch. Ich muss sagen, eine Sache gefällt mir nicht, aber dafür kann nur ich was. Ich habe wirklich die schönsten Produkte, die ich in meinem Leben gesehen habe und die möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe die Sachen alle selber gekauft. Es war natürlich auch nicht günstig. 20 Euro Versand, aber Expressversand. Ich habe Freitag bestellt, Montag um 8 war es da. Also es ging sehr, sehr schnell. Und es ist alles, fast alles personalisiert gewesen. Und das wusste ich nicht. Also du konntest es zwar angeben, aber ich wusste nicht, wie sie es irgendwie machen werden. Ich zeige euch jetzt einfach, was ich habe. Und ich starte auch mit dem ersten Produkt, was wirklich der ausschlaggebende Punkt war. Und zwar ist es dieser Customized Lip Balsam. Ein Lippenbalsam, der personalisiert wurde. Und ihr seht es auch schon hier in der Verpackung. Ich habe so ein bisschen, bin im Moment so ein bisschen in meiner Country Birkenwife Era angekommen. Und ich möchte einfach die Produkte, die ich in meinem alltäglichen Leben habe, möchte ich, dass sie hochwertig aussehen, dass sie so ein bisschen eleganter aussehen und nicht 10 verschiedene Lipglosse in der Tasche haben, sondern ein gutes Produkt, was schön aussieht. Und da probiere ich gerade so verschiedene Sachen aus. Ich habe ein paar Täschchen, die ich in meiner Tasche habe. Aber egal, ich will das gar nicht rechtfertigen. Ich habe das hier und das ist ein Lipbalsam, den du personalisieren kannst. Du kannst dir die Verpackung aussuchen, du kannst dir die Schrift aussuchen, du kannst dir die Farben aussuchen. Ich hatte eigentlich erst einen anderen, aber der war dann ausverkauft und leider war nur noch diese Farbkombination verfügbar. Online zumindest. Das geht aber immer recht schnell. Also ich habe heute Morgen nochmal geschaut, da hätte ich es jetzt bestellen können. Ich wollte mir erstmal die Formulierung anschauen. Du hast dieses Sachet aus, es fühlt sich an wie Velourleder, es wird Stoff sein. Und dann hast du diesen unglaublich schönen Lippenbalsam, der personalisiert ist. Wir haben hier die Initialen von mir, Maxim Giacomo, blaues Krokoleder Optik ist es natürlich nicht, ist nicht Kroko. Dieses unglaublich schöne Döschen mit einem Druckknopf, den du drücken kannst und dann öffnet sich das. Du hast hier sogar einen kleinen Spiegel mit dabei und einen Lipbalsam. Ich habe ihn noch nie getestet. Er riecht nach nichts. Jetzt ein bisschen mit dem Finger rein. Er ist auch nicht so schmierig, sondern ganz leicht. Also wirklich ganz leicht, einfach nur so ein Hauch Pflege. Das sieht einfach so ein bisschen eleganter in der Tasche aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt probiere, ästhetisch und optisch ein bisschen erwachsener zu werden. Und ich finde, sowas in der Handtasche sieht einfach deutlich eleganter aus als eine Tube Lipgloss. Vielleicht seht ihr das anders. Ich weiß es nicht. Es sind jetzt nicht meine Farben ungefähr. Ich hätte mir da gerne lieber das in Elfenbein ausgesucht. Das sieht aber einfach schon klasse aus. Ne? Es ist personalisiert. Du kannst die Initialen personalisieren lassen. Und es fühlt sich wirklich gut auf der Lippe an. Das Säckchen dazu, orange,
Ich finde Orange nicht so schön, aber es ist einfach schwer. Es ist einfach schwer. Aber das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt für meine Bestellung. So, passt auf. Und dann bin ich natürlich auf dieser Webseite hängen geblieben. Du kannst dir Kämme, du kannst dir Bürsten personalisieren lassen, du kannst dir Rasierpinsel. Also so alles, was im 19. Jahrhundert, so eine 19. Jahrhundert. Stellt euch vor, Rossmann im 19. Jahrhundert. So ungefähr. Mit Parfums, mit Cremes, mit Pflege. Make-up gibt es leider nicht. Da bin ich noch ein bisschen traurig, aber ich habe einen kleinen Hack. Und es gibt Skincare. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und die ganze Marke ist so ein bisschen auf wirklich fokussiert auf einzelne Bestandteile. Und da habe ich zwei verschiedene Produkte ausgesucht. Bleibt unbedingt dran, denn das hier müsst ihr unbedingt sehen. Ich habe mir zwei verschiedene Sachen bestellt. Das sind Pulver. Erstmal die Verpackung. Schaut euch das bitte an. Das sieht auch hier aus wie so ein altes Lederpackaging. Alleine dieser Sticker da drauf. Dann dieses Handgeschriebene, es ist alles mit Hand aufgeschrieben. Officine Universelle Bully und dann die Adresse. Ich habe hier einmal ein Poudre Hibiskus. Das ist gemahlener Hibiskus, der für die Haare sein soll, der fürs Gesicht sein soll. Ich habe das gestern schon gemacht. Das hier kann ich euch nicht einblenden, weil es wirklich eine große Sauerei war gestern im Bad. Hibiskus ist ja so ein rotes Pulver, ne, seht ihr? Aber es ist ein recht grobes Pulver. Und entweder du machst es dir in eine Sprühflasche mit warmem Wasser, dann ist es halt wie Tee, wie Hibiskustee eigentlich. Und dann kannst du es dir in die Haare sprühen für so ein bisschen Glanz, für ein bisschen Kräftigkeit. Es soll angeblich auch die Haarfarbe so ein bisschen unterstützen. Du kannst daraus ein Peeling machen. Das habe ich gestern gemacht mit einem Pflanzenöl. Das habe ich von Typology benutzt. Einfach sehr vielseitig einzusetzen. Stellt euch das vor auf eurem Kosmetiktisch im Bad. Excuse me? Und dann, und das ist richtig krass, da werde ich definitiv noch ein paar andere bestellen. Das ist Ockerpulver, welches du als Maske benutzen kannst. Und ich habe ja so die letzten Tage so Probleme mit meiner Haut gehabt und habe das gestern einfach benutzt. Und das fühlte sich so gut an. Meine Haut sah danach so gut aus. Das ist wie so eine Heilerde-Maske gewesen, die du aber frisch anrührst, ne? Also du hast ein trockenes Pulver hier drin. Kommt in so einem Beutel, der ist doppelt, dass da nicht so viel Feuchtigkeit drankommt. Deswegen lasse ich das auch hier mit drin, sonst würde ich das hier reinfüllen. Aber da darf natürlich keine Feuchtigkeit drankommen. Misch das auf mit entweder einem Hyaluronsäureserum oder mit einem Öl oder einfach mit Wasser. Machst es auf und lässt es antrocknen. Und bevor es angetrocknet ist, nimmst du es wieder runter. Du kannst es wieder befeuchten mit einem Thermalspray, dass dieser Ocker oder das ist ja wie Heilerde mit deiner Haut arbeiten kann. Was ich gemerkt habe gestern, als ich das gemacht habe, ich habe mir wirklich Zeit genommen, die Produkte zu benutzen und auszuprobieren schon, das Zelebrieren dieses Aktes. Also du mischst es dir an, du hast eine schöne Verpackung, es fühlte sich besonderer an, als würde ich eine Schäbens-Heilerde-Maske in mein Gesicht machen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich natürlich sehr, sehr viel mit Beauty und Kosmetik und Skincare zu tun habe, dass ich das so ein bisschen im Alltag diesen Spaß daran verliere. Aber wenn ich dann wirklich mich hinsetze und das genieße, weil ich eine schöne Packung habe, ein schönes Produkt habe, was so mal was anderes ist, hat mir sehr viel Energie gestern gegeben. Es gibt verschiedene Erden, die man dort bestellen kann. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber wirklich verschiedene Tonerden, verschiedene Steine, verschiedene Möglichkeiten. Das nächste Produkt habe ich vergessen, das ich bestellt hatte. Und ich hatte gedacht, habe ich das vielleicht aus dem Warenkorb gelöscht? Ich habe es eben gefunden, als ich das Paket ausgepackt habe. Ich meine, schaut euch bitte alleine einmal das Paket an. Ja? Das hier ist das Packpapier. Das sind so alte Zeitungen. Das alte Tageszeitung aus dem französischen Empire. Paris, 27. Oktober 1806. Ne, also es wird eine Kopie eines originalen Zeitungsartikels sein mit diesen kleinen Stickern. Also ästhetisch wirklich auf den Punkt gebracht. So. Und dann habe ich das hier noch gefunden. Das habe ich persönlich noch nicht probiert. Das ist ein Aloe Vera Produkt. Kommt in so einer Glasflasche. Wir probieren das jetzt mal kurz auf meiner Hand aus. Das hätte ich gestern in das Ocker machen können. Reparierende Pflege für Gesicht, Haare, Körper. Hat nur zwei Inhaltsstoffe. Sehr schön. So ein bisschen ölig, ganz, ganz weich. Das ist nicht parfümiert. Okay, das muss ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber alleine diese Verpackung sieht halt so hochwertig aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, was mich an dieser Verpackung so gecatcht hat. Ich glaube, das ist so dieser alte Heritage-Vibe. Passt auf. Drei Produkte sprachlos. Die haben mich wirklich sprachlos gemacht. Ich wusste nicht, was sie mit Personalisierung meinen. Diese Verpackung. Wie wunderschön. Das sieht aus wie Malachit. Weiß ich nicht, dieser grüne Stein, diese goldene Bordüre daran, dieser Aufsticker und dann
konntest du auswählen, ob das personalisiert werden soll. Kannst da schreiben, was du willst, und dann schreiben die das wirklich per Hand hierauf. Ich habe dreimal dieselbe Verpackung und dreimal sieht es ein bisschen anders aus. Also, das ist nicht gedruckt, sondern das ist wirklich per Hand draufgeschrieben. Ein ganz besonderes Geschenk. Also, würde ich das geschenkt bekommen? Unglaublich. Ich habe es gestern schon bei Instagram gesagt. Ich glaube, dass ich von dieser Marke einige Weihnachtsgeschenke dieses Jahr mache, weil das einfach so schön ist. Das ist was Besonderes, ne? Und da kannst du nicht so viel falsch mitmachen. So, ich habe mir drei Produkte bestellt. Ich wusste es auch ehrlich gesagt nicht mehr, was es ist. Wir haben einmal, das ist Le Ficine Universelle Bouillie à Paris, eine Cleansing Milk, also ein Reinigungsbalsam. Glas, es könnte auch Porzellan sein, ne, so schwer wie das ist. Dieser Deckel hier, alter Schwede, der Deckel wiegt locker 50 Gramm. Locker. Das ist Metall, das ist kein Plastik. Diese Details darauf, das riecht gut. Das ist eine Cleansing Milk. In dem Paket war auch noch so ein Pumpspender mit drin, den man da reinmachen kann. Das sieht dann natürlich nicht mehr ganz so schön aus wie dieser Ball. Unbeschreiblich schön, extrem schwer. Hinten steht auch noch was drauf. Ich habe mir das auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig angeschaut, weil ich mir das einfach mit euch genießen wollte, so ein bisschen. Arganöl und Cornflower Water, eine seidig weiche Milch, die die Haut reinigt und von Schmutz entfernt. Stell dir das auf deinem Waschbecken vor. Was willst du da mehr? Unglaublich schönes Design, auch mit diesen kleinen Details wieder, ne? Hier sieht es so aus wie Münzen, selbst wenn du es anfasst, merkst du, dass diese Münze, also das ist nicht nur gedruckt, sondern das ist so geprägt. Die Preise sind natürlich, ne, das ist nicht Isana, das ist ganz klar. Aber du hast, alleine für die Flasche, würde ich sagen, hat das sich schon gelohnt, weil das einfach so schön aussieht. Des Weiteren habe ich ein Micellenwasser gekauft. Ein Micellen Cleansing Water. Soll man einfach auf ein Wattepad oder auf die Handfläche geben. Ist eine wässrige Textur. Riecht auch ganz leicht. So ein bisschen aquatisch, aber wirklich nicht intensiv. Also eher nur, um den Geruch so ein bisschen zu neutralisieren. Ganz leichtes Gefühl auf der Haut. Und da hast du so einen anderen Applikator. Aber ne? Ich stelle mir vor, wie ich in meinem Möchtegern-Schloss mit meiner Robe aus Seide, die Haare in Lockenwicklern so ungefähr, und ich dann diese Produkte benutze. Das ist so ein Film, den ich gerade fahre. Keine Ahnung, warum. So. Und der absolute Volltreffer, und ich muss gleich unbedingt schauen, bevor ich das Video online stelle, ob ich dazu den Duft finde. Die Bodylotion. Ich kam mir ein bisschen, es war ein bisschen schwierig, die Produkte online zu differenzieren, wo was riecht nach was, weil die natürlich sehr fancy alle klungen. Auch hier ähnliches Design, es passt halt alles so gut, ne? Diese Bodylotion-Freunde und Freundinnen der Bodylotions. À la tuberose du Mexique. Also das, so heißt das. Das ist die mexikanische Tuberose. Ganz, ganz leicht parfümiert. Aber der schönste, edelste Duft, den ich kenne. Tuberose, Vanille, Amber. Sauber, frisch geduscht. Eine tolle Textur, die nicht schmiert. Schmiert gar nicht. Du hast diese drauf. Die zieht super schnell ein. Und der Duft, der hält so lange auf der Haut. Aber das ist nicht so. Ich probiere das jetzt mal zu vergleichen mit Alien, ne? Alien ist ein Duft, der ist sehr intensiv und den riechst du auch ewig und irgendwann nervt er dich. Ich bin gestern, ich habe, dieses Paket kam um 8, ich habe es direkt natürlich ausprobiert. Ich bin abends, bevor ich in die Dusche gegangen bin, habe ich immer noch danach gerochen, aber so subtil. So, wenn ich, weiß ich nicht, an den Schrank gegangen bin und mein Arm an meiner Nase vorbeigefahren ist, dieses, oh, warst du gerade baden? Was hast du gerade Milch in deine Badewanne gemacht und Vanille und so ganz, ganz sauber und wow, nicht aufdringlich. Und ich glaube, nicht aufdringlich, obwohl es so extravagant und so viel ist, diese Marke, ist das, was wirklich spannend ist. Ich habe gesehen, dass es mittlerweile auch einen Store in München gibt. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in München bin. Hoffentlich noch dieses Jahr, dann schaue ich mir den Store mal an, weil der Store natürlich extrem schön aussieht. Aber ich dachte mir, ich teile euch das einfach mal, weil das so schöne Produkte sind, wie sie jetzt langfristig performen, wie sie jetzt auf der Haut, ne, das,
Ich glaube, das sind Produkte, vielleicht, ich gehe vom Schlimmsten erstmal aus, dass es nicht Produkte sind, wo ich sage, das sind jetzt meine liebsten Produkte. Wobei bei der Creme weiß ich schon, dass das ein absoluter Favorit ist. Das sind Produkte, die einfach schön aussehen. Und selbst wenn es nicht so gut war, fülle ich mir da was anderes rein. Und es sieht einfach hochwertig und elegant im Bad aus. Ich habe euch das jetzt mal gezeigt, weil ich glaube, dass das für viele vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk sein kann, wenn man nicht, also wenn man jemandem was aus der Beauty-Kategorie schenken möchte. Aber was einfach was Besonderes ist, weil ich glaube, das haben viele noch nicht gesehen. Und ich hoffe, dass es auch außer ihr viele nicht sehen, dass die Marke einfach noch so ein bisschen unbefangen bleibt. Ganz, 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 ganz tolles Gefühl. Ich glaube, man merkt es, ich bin richtig verliebt in diese Ästhetik, in diese Optik. Ich möchte nicht mehr diese Verpackungen wegschmeißen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Hier war, ach so, hier guck mal. Hier ist noch eine handgeschriebene Karte mit dabei. Dear Maxim, perfume yourself with summertime. Freunde, das war wirklich, das war ein Erlebnis. Dieses Auspacken, dieses Zelebrieren hat mir so viel Freude gemacht und ich habe so ein Kitzel an, dafür liebe ich Beauty bekommen und ich wollte das gerne mit euch teilen. Großartig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, vielleicht hat euch das Ganze inspiriert und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder.